Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal diesen Koffer an. Wenn du wissen willst, was da drin ist, dann bleib dran. Ja, da ist sie nun endlich. Die Special Edition von der Stinger 2 Tactical. Das hier ist die Nummer 130 von 350. Die ist nicht von mir. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Kai Holler, ein Zuschauer von diesem Kanal, dafür 1000 Euro bezahlt und das Ding noch nie benutzt. 1000 Dank dir, ich denke auch die Community wird es dir danken. Und ja, wie versprochen, schauen wir uns das Ding jetzt mal ganz genau an. Ja, und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was macht denn diesen Koffer überhaupt 1000 Euro wert? Ist der überhaupt 1000 Euro wert? Weil eine Stinger kostet ja nur 299 Euro. Das schauen wir uns mal ganz genau an, rechnen das Ganze mal ein bisschen grob hoch und am Ende gibt es eine Einschätzung von meiner Seite. Ist der Preis zu teuer oder ist das vielleicht sogar ein Schnäppchen? Wir werden sehen. Der Koffer macht als allererstes erstmal einen schönen, guten, hochwertigen Eindruck. Der ist sehr vernünftig, schön dickwandig, wirkt sehr hochwertig, ist auch gut verschlossen und hat einen vernünftigen Griff. Er hat allerdings nicht, wie mein Siege-Koffer, irgendwie Rollen und noch einen Trolley-Griff oder sowas. Das hat man hier nicht. Aber ganz ehrlich, das braucht man auch nicht unbedingt, weil das wiegt ja nur einen Bruchteil von meinem Siege-Koffer. Genau, verriegelt ist das rechts und links hier mit diesen Dingern. Die muss man von unten nach oben klappen und kann das dann runterklappen. Anfangs habe ich so versucht, so klappt es nicht. Von unten nach oben, zack. So. Es geht aber noch immer nicht auf. Wir haben hier nämlich hier noch ein Automatic Valve, also ein automatisches Druckventil. Und ja, wenn man das aufmacht und ich mal den Mund dabei halte, vielleicht hört ihr das. Hört ihr das? Da gibt es so ein leichtes Ansauggeräusch. Das liegt halt wirklich daran, dieser Koffer ist absolut dicht. Und wenn das Ding zu ist, ist da drinnen Unterdruck. Und das merkt man auch, wenn man das öffnet. Habt ihr es gehört? Am Anfang gibt es so ein leichtes Saugen. Ja, und als allererstes kann man wirklich sagen, der Koffer ist absolut hochwertig und dieser Laserschnitt hier gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin ja schon mit meinem Siege-Koffer sehr, sehr zufrieden, aber dieser Laserschnitt hier ist einfach nochmal was anderes. Vor allem ist der Schaum auch richtig fest. Also das ist wirklich auf einem ganz anderen Niveau als das, was ich mir immer selber bastle. Also wirklich top. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn in diesem Koffer drin und lohnt sich das dann überhaupt? Oder ist das einfach ein toller Koffer und ansonsten halt eine 299 Euro Armbrust? So, als allererstes schauen wir uns natürlich den Grundkörper inklusive Magazin an. Und ja, da kann ich nur sagen, wow, einfach geil. Was mir nicht ganz so gut gefällt an dem Modell, muss ich sagen, ist die Anfälligkeit für Fingerabdrücke und Fettflecken. Da neige ich mit meinen Wurstfingern auch definitiv zu, da den einen oder anderen Abdruck drauf zu lassen. Ja, die wird natürlich nochmal schön sauber gemacht, bevor sie wieder zurückgeht. Aber an sich kann ich auf jeden Fall sagen, das Design sagt mir absolut zu. Also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch und fand es ein bisschen langweilig. Aber mittlerweile muss ich sagen, wow, einfach geil. Vor allem, wenn man es in der Hand gehabt hat. Es ist so geil. Also es gefällt mir richtig gut. Und es kommt natürlich auch mit neuen Funktionen. Das muss man auch sagen. Es ist nicht nur ein Haptik-Ding. Gewicht ist übrigens kaum schwerer. Also das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Es wirkt einfach geiler. Aber nicht irgendwie so, dass man sagt, boah, nee, das ist jetzt zu schwer. Nee, überhaupt nicht, das ist echt gut. Dieses Magazin hat ein paar Dinge, die das alte Magazin nicht hatte. Punkt Nummer 1, es hat erstmal jetzt eine richtige Kimme und Korn. Könnt ihr das sehen? Damit bin ich schon viel, viel, viel zufriedener als mit dem Korn und Korn des Stinger 2. Ne, also das ist wirklich, da hat man endlich mal eine vernünftige Kimme und Korn. Und das Geile ist, im Gegensatz zur normalen Stinger 2 kann man hier das Leuchtkorn verstellen. Wir können hier mit einem Imbus rein und dann können wir das entweder nach rechts oder nach links stellen. Es funktioniert wirklich sehr gut, also so kann man sich sehr einfach Kimme und Korn kalibrieren. Außerdem wurde bei diesem Magazin nicht an den Schienen gespart. Also wir haben hier links und rechts jeweils eine Picatinny-Schiene. Und die sind schon vorinstalliert. Und das sind nicht, wie bei der normalen Stinger, die Zukaufschienen aus Polymer, sondern auch das ist CNC gefrästes Aluminium und macht einen echt geilen Eindruck. Ja,
Das sind schon mal zwei coole Funktionen von diesem Magazin. Und es kommen noch zwei. Und meine absolute Lieblingsfunktion ist diese. Wow. Ist das nicht geil? Also ich glaube, ich habe jetzt schon öfters den Magazindeckel geöffnet und wieder zugemacht, als dass ich damit geschossen habe. Einfach weil ich fasziniert bin davon. Es ist richtig gut. Man kennt es ja mit der Stinger 2. Man klappt sich den Deckel hoch, tut die Pfeile rein und dann klappt der Deckel runter. Und, ne? Das passiert hier nicht. Ich kann die jetzt sogar so halten beim Nachladen und der Deckel geht nicht zu. Das ist wirklich cool. Und es gibt noch eine coole Funktion bei diesem Magazin. Und zwar dieser Pin. Der verriegelt das Magazin von oben. Und ja, ich zeig's euch einfach. Dazu nehmen wir uns mal einen Speedloader aus dem Speedloader-Köcher, der hier auch mit drin ist. So, wir geben den Speedloader hier rein. Und jetzt wird das verriegelt, nicht indem man da drüber hält und dann dran zieht, sondern indem man hier einfach drauf drückt. Und dann kann man... Oh Gott, das ist immer so mit den neuen Speedloadern. Die Pfeile gehen bei den neuen Speedloadern einfach am Anfang super schwer raus. Also die müssen ein bisschen ausleiern, sage ich mal. Fertig. Super geil. Und super einfach. Das finde ich richtig cool. Wir haben hier keinen Wurfarm drin, deswegen hole ich mal die Pfeile wieder raus. Okay, was kann das Magazin sonst noch? Naja, es sieht halt einfach geil aus. Es sieht geil aus, fühlt sich geil an. Es ist einfach toll. Das gefällt mir richtig gut. Aber das wäre es mit dem Magazin. Das Magazin ist jetzt nicht komplett neu erfunden. Das ist halt einfach schön. Neue Funktion, aber die Funktionalität bleibt so, wie sie ist. Also es bleibt alles so, wie es hier ist. So, aber bis auf das Magazin gibt es auch trotzdem noch Unterschiede bei dieser Stinger zu einer normalen Stinger. Und zwar als allererstes ist mir aufgefallen, dass die Spannstangen anders aussehen. Die sind richtig, richtig tief schwarz. Meine sind nicht ganz so schwarz. Und die haben hier irgendwie so eine Unterlegscheibe. Seht ihr das? Die hat meine normale Stinger auch nicht. Ansonsten, wir haben hier halt von vornherein das Schnellwechselsystem verbaut. Heißt, wir haben hier unsere Schnellwechselblöcke. Das ist auch eine super Sache. Außerdem haben wir hier den Tuning-Trigger anstatt dem normalen Trigger. Was auch eine richtig tolle Sache ist. Weil, wie ihr wisst, den Tuning-Trigger empfehle ich wirklich jedem. Es sei denn, er ist so bekloppt wie ich und will unbedingt einen orangenen Trigger haben. Das geht dann nicht in Kombination mit dem Tuning-Trigger, weil den gibt es nur in Schwarz und in Rot. Aber wenn Schwarz und Rot eine Option für dich ist, dann bau ihn verdammt doch mal ein. Ja, ansonsten haben wir hier noch einen Griff. Und wer ganz genau hinschaut, sieht, das ist ein anderer Griff als der, den wir von der Stinger kennen. Denn die Stinger, also er ist sehr, sehr ähnlich. Aber die Stinger hat hier einen etwas kantigeren Griff. Und er hat keine Gravur. Und hier ist etwas eingraviert. Und auf der Rückseite sehen wir auch einen Hinweis, woher dieser Griff kommt. Denn der kommt aus Vero Beach in Florida. Also ich denke mal, hier hat Steamboat mit einem wirklich hochwertigen Firearms-Producer zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist definitiv geil. Und es ist auch wirklich so, das ist ein anderer Griff. Der fühlt sich ganz anders an. Der ist auch um einiges schwerer. Ist er das? Gut, das testen wir. Das schmeiße ich jetzt erstmal auf die Waage. 79,94 Gramm. Der alte Griff wiegt 76,4 Gramm. Also es sind tatsächlich keine 5 Gramm Unterschied, aber trotzdem fühlt es sich ganz anders an. Muss man echt sagen, es ist eine ganz andere Qualität irgendwie. Gefällt mir wirklich sehr gut. Der Griff übrigens, den habe ich vorbereitet fürs Weihnachtsspecial. Ne, rot-weiß. Müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen zu veröffentlichen, noch vor Weihnachten, weil der Weihnachtsmann spielt leider nicht so mit, wie sich das gewünscht wurde. Schade, schade. So, also der Griff macht auf jeden Fall einiges her und fühlt sich nochmal hochwertiger an. So, und der sitzt auch wirklich bombenfest. Also da ist nicht mehr dieses minimale Spiel. Ja doch, wenn man ganz fest drückt, dann schon. Jetzt nicht mehr. So,
Ansonsten ist an dieser Stinger noch das Logo ein anderes. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier weniger Spiel ist als bei meiner Stinger. Woran das liegt, weiß ich nicht. Es kann auch einfach sein, dass das hier einfach nur ist, weil das Ding einfach neu ist und noch nicht so viel beschossen wurde wie meine Stinger. Es kann aber auch sein, dass Steambo hier einfach ein bisschen nachgeholfen hat und da das Spiel rausgenommen hat. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ansonsten, der Schaft ist der gleiche, würde ich sagen. Er macht zumindest keinen anderen Eindruck. Hat das gleiche Spiel wie der andere Schaft auch. Den gleichen Schnitzelhammer hier auf der Seite. Also ne, wieder absolut geil für Pullover und Lederjacke. T-Shirt und Tanktop. Passt auf eure Haut auf. Ihr nagelt euch hier richtig schön ein Muster rein. Das wär's soweit mit dem Grundkörper. Es ist auf jeden Fall auch noch zu sagen, dass hier in der Aussparung Platz gelassen wurde für das Red Dot. Das Red Dot ist aber gar nicht mit in der Packung dabei. Wenn man es kauft und da drauf setzt, dann passt das auch perfekt so. Aber dann hat man einen großen Nachteil aus meiner Sicht. Denn dann passen rechts und links keine Speedloader bzw. anderes Anbaumaterial passt dann da einfach nicht mehr dran. Weil die Schienen dann zu ist. Ne? Da habt ihr keinen Platz mehr, wenn von hier oben schon was greift. Deswegen, wenn ihr hier vorne was dran haben wollt, hier was dran haben wollt und trotzdem ein Red Dot, die altbekannte Lösung des Stinger 2 war immer dann den Deckel halt mit einer Schiene drauf besorgen. Das geht jetzt hier nicht, vermeintlich. Ihr könnt auf jeden Fall nicht für 10 Euro das Tuning-Teil kaufen von Steamboat. Das geht nicht. Aber was ihr machen könnt, ich zeige euch mal was. Wenn ihr jetzt mal hier diese Feder leicht anhebt, muss echt nicht weggebogen werden oder so, einfach nur leicht anheben. Seht ihr das? Und das? Ja. Man kann natürlich mit dem Imbus das hier abmontieren, die Feder abnehmen und dann von hier, ist schon vorgebohrt und hier auch, einfach durchbohren und dann eine Picatinny auf den Deckel setzen. Dann habt ihr nicht den optimalen Augenabstand, den hättet ihr hier, aber ihr habt die Möglichkeit, Schiene und Red Dot zu nutzen. Und das ist natürlich auch viel wert. Jetzt wird es natürlich den einen oder anderen geben, das verstehe ich absolut, der jetzt sagt, ich werde aber einen Teufel tun und hier reinsägen oder reinbohren oder sonst was damit machen. Das ist mein Sammlerding und das bleibt mein Sammlerding. Verstehe ich vollkommen und ich habe mit Steambo deswegen besprochen, weil ich finde das nämlich auch so. Wer das wirklich hat, ist einer von 350 glücklichen Menschen und wird hoffentlich sich das nicht verhunzen mit irgendwelchen Bastelarbeiten. Steambo bietet euch diesen Deckel aber auch einzeln an. Ich glaube nicht im Shop, aber ihr könnt auf jeden Fall anrufen und ihr werdet diesen Deckel auch einzeln bekommen. Wenn ihr schon am Telefonieren seid, dann richtet doch mal einen schönen Gruß von Malte aus. Und ansonsten haben wir halt natürlich auch hier diese Thumb Screw verbaut. Also diese Daumenschraube, diese Rändelschraube, mit der wir hier das Magazin schnell öffnen können, ohne Werkzeug. Und das funktioniert hier ja sehr gut und vor allem, schaut mal, ja, man kennt es, wenn man da die Rändelschraube drin hat, das Ding klappt einem um und das fliegt einem vorne raus. Das passiert hier nicht so leicht. Und woran liegt das? Ja, es ist halt einfach ein O-Ring. Das ist halt wirklich die Lösung von Steambo. Also, du hattest recht. Ich glaube, er hat tatsächlich die ganze Armbrust gekauft, nur um mir das zu zeigen. Aber gut, der Kai hatte auf jeden Fall recht. Der O-Ring löst das Problem. Also das funktioniert. Ihr müsst nur den richtigen O-Ring haben. Der muss also möglichst breit, aber gleichzeitig auch klein sein. Und dann verhindert ihr hiermit, dass diese Schraube verloren geht. Das ist echt cool und das ist eine Sache, die kommt uns jetzt allen zugute. Ja, weil wir alle können irgendwo bestimmt einen kleinen O-Ring auftreiben. Wobei ich euch sagen kann, ich habe keinen gefunden. Also mir wurde einer zur Verfügung gestellt von einem Bastler. Auch vom Kai. Dieses ganze Video ist gesponsert von Kai. Vielen Dank, Kai. Und, es kann wirklich sein, dass ihr da auf Spezialseiten gehen müsst. Es kann sein, dass ihr da in irgendwelche Fachmärkte rein müsst. Ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß und was gefunden hat,
Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was haben wir denn sonst noch in diesem Koffer? Wir haben hier zwei Wurfarme und die sind aufgezogen, komplett vorbereitet, sodass man sie nur noch reinklicken muss ins Schnellwechselsystem. Und das sind gleich zwei Wurfarme, wie bereits gesagt. Einmal der 55er, den wir alle auf unserer Tactical haben, und einmal der 90er. Den finde ich absolut geil und der macht hier auch richtig viel Spaß. Ja, und wie schon gesagt, es ist das Schnellwechselsystem. Und das zeige ich euch jetzt mal schnell, wie schnell das denn wirklich geht. Also wir drehen jetzt hier auf. Aufschwenken. Und wir machen mal den 55er rein. Und dreht das einfach wieder zu. Und fertig. Wir sind einsatzbereit. Das geht super fix, super schnell und man hat halt wirklich direkt beide Wurfarme dabei. Das finde ich richtig genial. Ja, weil der 90er, ich bin großer Fan von dem 90er Bogen. Aber ich bin auch großer Fan vom 55er Bogen. Also ich bin der Meinung, genau so braucht man das. Man braucht beide. Der eine macht einfach super Spaß. Der andere macht eigentlich noch mehr Spaß, aber hat dann auch mehr Verschleiß. Kostet mehr und ihr schadet natürlich dem Ziel wesentlich mehr, als wenn ihr das mit 55 beschießt. Die Stinger packe ich jetzt mal zur Seite. Wir machen nämlich gleich noch einen Schusstest mit der. Wurfarme, Top-Sache. Steamboat tut uns hier außerdem 6 einzelne Jagdpfeile mit rein. Und ja, wer diese Pfeile kennt, der weiß ganz genau, die Jagdpfeile von Steamboat, das sind die teuersten und auch besten Pfeile von Steamboat. Also, am besten ist natürlich immer die Frage, was habt ihr vor, wenn ihr auf die Zielscheibe schießen wollt, sind das nicht die besten Pfeile. Aber sie sind definitiv die teuersten Pfeile, um die 8 Euro kosten. Die wurden jetzt überholt von einem neuen Pfeil von Steamboat. Und zwar vom neuen Jagdpfeil. Das ist ein Carbon-Hybrid, ansonsten gleiches Spiel. Auch Jagdspitze, gleich, also absolut wahnsinnig scharf, so wie man es von Steamboat schon kennt. Die gab es einfach zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von diesem Koffer noch nicht. Deswegen ist noch die alte Serie hier drin. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Für den 55er Bogen sind die Dinger absolut krass. Für den 90er Bogen würde ich andere schießen. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier die taktische Steamboat-Lampe. Und da muss ich sagen, ich frage mich schon ein bisschen, was macht die denn hier drin? Weil, hier ist ja, also gut, wir sind in Deutschland, man darf es eh nicht dran machen, aber ich begreife es nicht ganz, was der Plan war an der Stelle. Und dieser taktische Clip, ja, der ist gut für die Hose geeignet, also kann man sich gut hier an die Hose dran machen, das stimmt, oder an den Gürtel, oder auch Molle, wunderbar, nur ich verstehe nicht, wie oder was sich dabei gedacht wurde. Aber ich habe mir etwas einfallen lassen, wie man das benutzen kann und auch noch in Deutschland. Das ist das Beste. Seid da mal gespannt. Kommendes Videoprojekt, was das Thema Licht mal ins Ziel fasst. Das ist so eine ganz normale 300 Lumen No Bullshit. Also die ist einfach an, aus, an und so weiter. Also es gibt halt an und aus, mehr nicht. Es gibt kein Flackern, es gibt keinen Energiesparmodus, es gibt kein Strobe, kein SOS, was aber auch alles natürlich immer für Fehlfunktionen sorgen kann. Oder der Klassiker, man möchte irgendwas ganz still und heimlich kurz sehen, minimal ausleuchten und ballert sich da das Stroboskop rein. Das war's dann mit der Unauffälligkeit. Das passiert hier natürlich nicht. Und es ist halt einfach ein Ding, worauf man sich 100% verlassen kann, weil da keine Spielereien drin sind, ne? Das ist wirklich an sich eine tolle Sache. An sich eine super coole Lampe. Und wenn ich euch mal meine Technik gezeigt habe, glaube ich, haltet ihr das auch davon. Es geht weiter. Und zwar sind hier nochmal mehr Pfeile. Diesmal in einem Speedloader. Es sind diesmal 5 Pfeile. Steamboat-Jagdpfeile, genau die gleichen wie hier, aber im Speedloader und im Köcher. Ja. Also auch das bekommt man hier mit. Und man bekommt natürlich auch den Gürtelclip bzw. Molleclip. Und auch den Picatinny-Adapter.
Ja, das heißt, wir können uns jetzt hier diesen Speedloader an die Stinger machen, an die seitliche Schiene. Das ist ja cool. So, und jetzt haben wir hier noch ein Teil und das habe ich mir jetzt mal bewusst für den Schluss aufgehoben. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight in diesem Koffer. Denn das Ding wurde hier zum ersten Mal vorgestellt. Ich habe wirklich gespannt drauf gewartet, seit ja, mittlerweile einem ganzen Jahr. Und es ist endlich hier. Und zum Zeitpunkt dieses Videos kann man dieses Messer sogar einzeln kaufen. Zwar nicht genau dieses Messer, weil das hier ist auch wieder das limitierte. K1, das ist der Name von dem Messer. N690, das ist die Bezeichnung von dem Stahl. Und 130, das ist ja die Nummer von dieser Stinger. Also dieses Messer in dieser Farbe gibt es so nur 350 Mal. Und mit dieser Nummer sogar nur einmal. Das ist also wirklich ein Unikat. Die ganze Box ist ein Unikat. Und ich muss sagen, dieses Messer ist ultra hart. Es ist einfach geil. Es ist einfach, es fühlt sich richtig gut an. Es hat eine richtig schön dicke Klinge, aber auch nicht zu dick. Ich vermute, für Bushcraft wäre es zu schmal. Da bin ich nicht der Profi für. Aber ich glaube, für taktische Zwecke, und dafür ist das Messer gedacht, ist es ziemlich geil. Und da macht natürlich auch das Schwarz-Matt richtig was her. Also das gefällt mir richtig gut. Man hat hier noch einen Punkt für die Daumenauflage, wenn man es so rum hat. Ansonsten ein Meinungsverstärker bzw. Glasbrecher. Ja, hier gibt es dieses Chimpin. Es fühlt sich geil an, es sieht geil aus. Das ist auch noch limitiert. Und ja, für mich wird es jetzt auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, das K1 zu besorgen. Und zwar wahrscheinlich direkt in beiden Farben, weil ich kann mich nicht entscheiden. Am liebsten hätte ich das hier. Das gibt es nicht mehr. Das war nur in der Kiste. Es gibt noch ein Stonewashed Schwarz und ein Stonewashed Silber. Und ich kann mich nicht entscheiden. Vermutlich werde ich wirklich beide nehmen. Ach ja, guck mal da. Dieser Pin geht in dieses Loch. Das ist nicht nur die Schiene, die von oben drauf drückt, sondern das ist auch das. Also das hält das auch. Ich finde das auf jeden Fall ist das absolute Highlight in diesem Koffer. Für mich persönlich. Und ich finde es geil. Ich brauche es ganz, ganz dringend für meine Stinger. Denn ich brauche es einerseits an meiner Compact, weil es dann einfach eine coole Handauflage ist von unten. Gleichzeitig auch für meine Survival, gleicher Punkt. Es ist eine coole Handauflage von unten. Und gleichzeitig brauche ich aber auch eins ganz dringend für meine Tactical. Und zwar kommt das hier dran. Ne? Weil man weiß ja nicht, was ist. Sagen wir mal, ich bleibe irgendwo hängen und das Ding wird mir dann dadurch aus der Hand gerissen. Dann würde ich jetzt einfach umgreifen von hier nach da und halt hier zupacken. Und wenn es mir dann aus der Hand gegriffen wird, dann kann ich mich immer noch freischneiden. Ne? Also das ist der Hintergedanke für die seitliche Installation. Ja, und für unten, ne? Klar, bei einer Survival macht es sowieso Sinn. Und bei einer Compact, ich will es einfach für die Handauflage haben. Ne? Also ich kann es kaum erwarten, bis meine eigenen hier sind. So, und dann haben wir hier noch so das Übliche. Also eine Spannhilfe, ein Imbusschlüssel. Hier haben wir Werkzeug und auch Griffschalen für das Messer. Mhm. Und hier haben wir eine Ersatzsehne. Hier ist nochmal Werkzeug und hier ist nochmal Sehnenwachs. Wobei ich glaube, das Sehnenwachs ist nicht Teil des Koffers. Das hatte jetzt der Vorbesitzer da reingetan. Ganz schön viele Sachen, ne? Aber ist das denn jetzt zu teuer? Ah, ich sehe gerade, das ist nicht Laser geschnitten, sondern Wasserstrahl geschnitten. Also, dieser ganze Koffer hat 990 Euro gekostet. Und wir rechnen jetzt einfach mal aus, was kosten denn die Einzelteile? Ist das vielleicht gar nicht mal so ein teurer Preis? Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es bitte sofort in die Kommentare. Wir haben hier die Stinger 2 mit 299 Euro. Wir haben hier den Probogen mit 45,90 Euro. Wir haben Schnellwechselsysteme, 39,95 Euro. Und wir haben Montageblöcke, das sind 19,95 Euro. Wir haben die Rändelschraube direkt verbaut, das sind 4,95 Euro. Und wir haben den Tuning-Trigger, 24,90 Euro.